Willkommen zum großen Finale von The Walking Dead. What you doing there, goofball? Was? Aber er hat es funktioniert. Easy there. Aber das geht doch nur nach. You're out of bed. You're walking. And you have wood arm legs. Crutches. Crutches. I found your hat. Well, Tim found it and gave it back to me. It was in the river and it's all wet now. It's definitely seen better days. You know what? You keep it if you want it. I'll put it in our room. I have a surprise for you too. Come with me. I want to show you something. So, what do you think? Mach die Schaukel. It's for me? Yep, Willie helped me put it together. Come on. Gab's doch am Anfang auch eine. Did you ever get to swing when you were smaller? Yep, sure did. A long time ago. Food's ready, everyone! Come and get it! You're the best, Clem. It's gonna get cold! Come on. Let's go eat. We're coming. Hey, Jay. What? It's good. Seconds, please. Already? You even taste that? How are your eyes? Between my patch and your stump, we almost make a full pirate. Arr. I wanted to wait till you were up and about, but
how I behaved on the boat. It was really unfair. My head was so messed up by Lily and Minnie. I was so wrapped up in my own shit. It's okay. You went through hell in that boat, and I let that happen. I'm just glad we got you out of there. Hey, Tin. Wanna practice? I can show you how to use the gun. Okay. So that's where you put the bullets. When you shoot one bullet, it pushes another one up into the chamber. You know you're supposed to shoot them in the head? Yeah. I know that much. Okay, good. Just making sure. Well, I'm getting tired, kiddo. Mind talking with me before I turn in? Sure. Gotcha. Sorry. It's okay. I stare at it too. If it was just you and me alone out there, and I was like this, I don't know if I'd make it 2 weeks. I'm gonna need these to go anywhere, and if we ever had to run. It wouldn't be pretty. You made it so we don't have to run, Clem. We're safe now. Yeah, I guess we are. All this. It's worth it. All those times you would ask me if we'd find a home. All I could ever tell you was, we'll see. And your face would fall every single time. It's better than saying yes and lying to me. And that's what I told myself. But you want to know something I didn't tell you? I never had a plan. I never knew where we were going. I never knew anything. I just fought and fought and fought and hoped you didn't notice. I hope we'd find something before you did. Did I do a good job? Of course you did. What are you crazy? Maybe a little. A lot more than a little. When we were in the barn, you didn't listen to me. And if you had, I'd be dead. I shouldn't have said you weren't ready, back in the cave. You showed me how wrong I was. You'll have to be strong for the both of us. You made it so I can. So, thank you. For everything. You're welcome for everything.
Okay, okay. In you go. Das sind aber jetzt echt mal cool aussehende Credits. Und es waren, glaube ich, noch nicht die richtigen Credits. Jetzt können wir hier erstmal unsere anderen Sammelobjekte noch platzieren. Wir haben ja auch echt einige gefunden, glaube ich. So, na, okay. Looking. I wonder if it has magic powers. Nah. Hey there, Alvin Jr. You ready to rock? Ja, da lag ich auch in der Minderheit. Denn 41% der Spieler haben Louis imaginäres Haus um ein Dachfenster erweitert, um ein Baumhaus. Das konnte ich mir auch gut vorstellen, hätte ich eigentlich machen können. Um eine Statue von dir. Denn 77% der Spieler baten AJ, dich zu töten, bevor du ein Walker wirst. Du 89% der Spieler stimmten zu, Ten beizubringen, wie du zu sein. Oh. Louis tot. Louis war erstaunt darüber, dass du etwas für ihn empfunden hast. Die Schuldgefühle zermürbten ihn, nachdem Violet von den Plünderern entführt wurde. Louis war beruhigt, dass du Verständnis dafür hattest, warum er in Erickson Internat ist. Lily hatte gehofft, sie könnte dich für ihre Sache gewinnen. Sie erkannte AJs Potenzial als Soldat quasi sofort. Du, 89% der Spieler ließen Ten reumütig zurück. Ten war glücklich, dass er dich in sein Bildnis des Jenseits malen durfte. Er war verbittert, als du Marlon einen Feigling nanntest. Ten empfand Hoffnung, weil du seine Ansicht teiltest, dass Walker-Zeitalter Ende irgendwann. Du und 83% der Spieler ließen Violet aufgewühlt zurück. Violet war enttäuscht, dass du lieber Zeit mit Louis als mit ihr verbringen wolltest. Nach ihrer Gefangennahme überkam sie unglaublicher Zorn. Oh, ich kann's gar nicht lesen. Du und 52% der Spieler ließen James hin und her gerissen zurück. James war dankbar, dass du seine Wünsche respektierst und die Walker verschont hast. James war ermutigt, als du sagtest, dass vielleicht mehr an Walkern dran ist. James war erleichtert, als du sagtest, du würdest AJ nicht zu einem Mörder werden lassen. Greif und hör die Maske! Clem hat es mir erklärt, wie du einen neuen Ort beitrittst. Wenn du einen Ort betrittst, musst du als erst. Zuallererst, die Fenster überprüfen, zählen immer auf den Kopf, musst du dich entschuldigen, solltest du ehrlich sein, auch dann, wenn es schwerfällt.
Es ist besser beim Essen nicht zu rübsen oder zu furzen. Manchmal ist es aber lustig, dann ist es okay. Es ist nicht nett, anderen Leuten ihre Sachen wegzunehmen. Wenn dich Leute bestehlen wollen, dann kannst du sie umbringen. Im Bett zu schlafen ist so viel bequemer, als auf dem Boden zu schlafen. Ich hätte Marlon nicht töten dürfen, weil er keine Bedrohung mehr war, nachdem ich ihn angeschossen hatte. Aber Lily war auch keine Bedrohung und sie dürfte ich erschießen. Ich bin verwirrt. Falls du etwas Buße tun musst, ist das schwer, aber irgendwann vergibt man dir. Hast du Angst, dann versuche einfach, sie zu überwinden. Die Monster werden nicht für immer da sein. Manchmal ist es okay, Menschen zu foltern, schätze ich. Ärzte können dir bei deinem Trauma helfen, aber die sind ja alle tot. Ich dachte, in den Monstern wären Leute, aber das war dumm. In ihnen steckt gar nichts mehr. Eine Lüge kann helfen, wenn du etwas wirklich dringend brauchst. Du bist entweder glücklich oder reich, beides zugleich geht nicht. Selbst die, die dich schon immer geliebt haben, vertrauen dir vielleicht nicht bei wichtigen Dingen. Und das kann dich lähmen. Ja, guck, da wäre James gestorben, hätte man Lily nicht getötet. Ja, und das habe ich auch irgendwo gesehen. Der hätte tatsächlich Ten erschossen, hätte man ihm im Ding quasi gesagt, in der Höhle, dass er selber seine Entscheidungen treffen kann. Hätte er Ten erschossen. Ich sollte aber echt langsam mal zum Fazit kommen. Aber hier ist immer so viel zum Lesen. Also, das Spiel war super. Also viel, 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 viel besser als die dritte Staffel. Und das Ende hat mich auch gerade echt zerrissen. Und auch der Cast war halt auch einfach wieder viel besser, fand ich. Weil in der ersten und dritten Staffel war der Cast ja so ein bisschen okay. Aber in der zweiten und vierten fand ich die Cast eigentlich immer sehr gut. Und ich bin jetzt echt traurig, dass das Ganze vorbei ist. Also ich meine, es kommt ja noch, also auf dem Kanal kommen ja noch das DLC 400 Days und das Michonne Standalone. Also es kommt schon noch... Es kommt schon noch was, aber die Hauptgeschichte ist jetzt fertig. Aber die Reihe hat mir echt sehr gut gefallen. Also wirklich super gut. Ich finde es sogar besser als die Serie, aber das bin vielleicht auch nur ich. Und vielleicht auch einfach, weil man sich hier eher als ein Teil davon gefühlt hat, weil man halt eben selber seine Entscheidungen treffen konnte. Und auch selber manche Entscheidungen bereut hatte. Entwicklerkommentare gibt es auch noch, das ist jetzt egal. Charakteransicht ist auch egal. So, also bei Staffel 1 gibt es ja das DLC 400 Days, das heißt, das werden wir noch auschecken und halt Michonne. Also diese zwei Sachen kommen auf jeden Fall noch. Dann haben wir nämlich das Komplettpaket von The Walking Dead durchgespielt. Und gerade da zu diesem Haus gibt es tatsächlich eine kleine Story. Erstens kann man das Haus auch in The Last of Us finden, aber das ist nicht das, was ich erzählen wollte. Sondern es war anscheinend mal geplant, dass im Prolog von der Staffel 4 AJ und Clementine zu diesem Haus zurückkehren. Und ich weiß, es ist verdammt weit weg, aber ich finde es echt schade, dass sie das nicht gemacht haben. Und ich meine, guck mal, wie das Haus hier allein aussieht. Ihr könnt mir nicht erzählen, die haben da, also da sieht man auf jeden Fall, die haben damit was geplant. Guck mal, die haben das ganze Haus hier überwuchert hier gemacht. Also das muss doch irgendwie mal geplant, also war natürlich mal geplant.
eigentlich schade, wenn man das hier so sieht. Weil es ist an sich fertig, da hätte man eigentlich was machen können. Aber kam nichts. Okay, sie hätten aber auch wirklich weit reisen müssen, glaube ich, um dahin zu kommen. Oder? Ist es so weit weg? Weil ich denke schon. Aber trotzdem ein bisschen schade. Wäre ich kaum zu glauben, dass sie das jetzt wirklich alles so richtig durchgebinged hat. Also ich habe es extrem durchgebinged. Ich habe das jetzt innerhalb einer Woche einfach komplett beendet. Das alles hier. Also die Staffel 1 bis 4 in einer Woche. Das ist insane. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Spielerei so gebinged wie das jetzt hier. Was tatsächlich mein Ranking ist, und ich weiß, ich bin da wahrscheinlich eh in der Minderheit, aber ich mochte tatsächlich Staffel 2 am meisten. Und ich kann euch gar nicht sagen, warum. Ich habe einfach nur am meisten Spaß mit der. Ich mochte einfach Clementine in dem Teil total. Das Ende hat mich auch extrem berührt, weil es selber eine Entscheidung war, die man treffen musste. Und ich mochte auch einfach den Cast. Deswegen fand ich einfach Staffel 2 am coolsten. Dann fand ich Staffel 4 fand ich am zweitcoolsten. Und jetzt kommt das Übelste, weil Staffel 1 wird von allen eigentlich auf Platz 1 gesetzt. Warum das bei mir nicht der Fall ist, ist einfach, weil ich den Cast unfassbar uninteressant fand. Also ich meine, ich mochte Lee, Clementine und Kenny, aber alle anderen waren wenn dann total unsympathisch oder unentwickelt, also uninteressant meine ich. Und dann natürlich Staffel 3 ist natürlich ganz klar die schlechteste. Obwohl ich auch nicht sagen will, dass die Staffel an sich schlecht war. Ich finde es nur einfach irgendwie dreckig, dass das so in die Hauptreihe gerutscht wird. Also und dass es sich auch so unnötig angefühlt hat, das durchzuspielen, weil es einfach in der vierten Staffel gar keine Erwähnungen hatte. Also doch. Am Ende sagt sie halt kurz, ja, wir können nicht nach Richmond zurück, weil es eine Kriegszone ist. Weißt du, das ist halt telling und not showing und das ist halt ziemlich lame, weil ich meine, man hätte es ja auch genauso gut zeigen können, warum nicht, und da hätte man es viel besser verstanden. So zeigt doch einfach, wie da irgendwie Krieg herrscht oder die Stadt in Brand ist oder was weiß ich, zeigt es doch halt irgendwie, anstatt es einfach nur kurz zu erwähnen. Dann hätte man das viel besser nachvollziehen können. Aber gut. Naja. Und Javier. Javier findet sogar Erwähnung. Das ist meine Schuld, weil bei dem Frage- und Antwortspiel ganz am Anfang, also da wo quasi mit den Karten spielen und wenn man quasi verliert, darf man dann, da dürfen die anderen mal eine Frage stellen, bla bla, aus der ersten Episode, ich weiß nicht, ob ihr es noch kennt, aus der vierten Staffel. Wenn man die anderen gefragt hätte, ob sie jemanden Bekanntes schon getroffen, also jemand Bekanntes halt getroffen haben, hätte sie tatsächlich erwähnt, dass sie mal einen Baseballspieler getroffen hat und das ist natürlich Javier. Das habe ich verpasst, weil ich diese Frage nicht gestellt habe. Aber er findet auch Erwähnung. Auch wenn er nicht bei Namen genannt wird, aber wir kennen nur einen Baseballspieler in der Reihe. Also gut, dann beende ich hiermit das Let's Play zu The Walking Dead The Final Season und auch generell der Reihe. Ja, okay, nicht ganz, weil, wie schon gesagt, 400 Days und Michonne kommt ja noch, aber die Hauptstory ist jetzt hiermit beendet. Hat mir auf jeden Fall echt sehr gefallen. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Mal gucken, ob in der Zukunft auch noch weitere Telltale-Spiele kommen, weil The Wolf Among Us fand ich ja jetzt nicht so geil. Habe aber auch nur eine Episode gespielt. Vielleicht sollte ich das einfach mal weiterspielen. Das wird wahrscheinlich sehr gut, weil es gibt ja nicht umsonst genug Leute, die auf den zweiten Teil warten, der ja auch bald rauskommt, glaube ich.
Hoffen wir es mal. Ja, und sonst guck mal halt mal, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt das Borderlands oder das Batman-Spiel spiele, weil ich ja generell von diesen zwei Reihen nicht viel Ahnung habe. Ja, sonst muss man halt einfach gucken. Ich glaube, die haben sogar dieses Minecraft-Spiel da gemacht. Das habe ich, glaube ich, auch mal. Das habe ich, ja genau, das habe ich auch mal Let's Played, aber das ist schon ewig her. Und auch nicht unbedingt gut. Vielleicht kommt dazu nochmal was. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ich meine, so ganz geil war es jetzt. Also es war schon cool, aber. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber. Also The Walking Dead muss ich schon sagen, das ist eigentlich das Beste von Telltale. Da gibt es ja auch Gerüchte, dass da irgendwie eine fünfte Staffel kommt und ich. Oh, ich bin mir nicht sicher. Also ich weiß nicht unbedingt, ob es eine fünfte Staffel wird. Es könnte ein Spin-off werden, vielleicht, dass irgendwie etwas mit AJ oder so kommt, aber ich finde, so wie sie jetzt gerade hier die Reihe beendet haben, ist es auch nicht schlecht. Also ich meine, die könnten einen bestimmten Spin-off machen, weil ich meine, das würde auf jeden Fall wieder Geld einbringen bei Telltale, aber die haben jetzt nicht umsonst das halt The Final Season genannt. Also weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob da noch mal was kommt. Ich meine, ich würde mich freuen. Aber halt was, ne? Weil das Ende fand ich jetzt eigentlich echt gut. Auch wenn natürlich noch Fragen offen sind, ne? Das muss man natürlich auch wieder sagen. Also Krista, die ja in der zweiten Staffel einfach irgendwann verschwunden ist, also am Anfang, und man hatte ja in der zweiten Staffel eigentlich gesucht, wurde nie wieder erwähnt und man weiß immer noch nicht, ob die tot ist oder nicht. Das sind zum Beispiel noch Fragen, das ist zum Beispiel noch eine Frage, die offen ist. Ja, das mit Lilly wurde ja beantwortet, die ist ja wieder aufgetaucht jetzt. Das hätte ja sogar auch, glaube ich, ursprünglich Krista sein sollen, ne? Aber ich glaube, die fanden das einfach ein bisschen zu krass und die, yep, also wenn das Krista gewesen wäre, die so krank geworden ist. Verdammt. Konnte man sich ja noch vorstellen. Ja, und sonst Jane. Aber da muss man auch dazu sagen, wir haben ja das Ende in der zweiten Staffel gehabt, wo man ja ganz alleine ist. Und hätte man, wenn man bei einem von beiden geblieben wären, die ja in der dritten Staffel in einem Flashback, glaube ich, draufgegangen. Deswegen ist es keine unbeantwortete Frage, weil an sich hat es eine Antwort, aber muss halt das Ende haben. Das wollte ich nicht haben. Ja, sonst was halt mit Krista passiert ist, ne? Das ist natürlich noch so eine unbeantwortete Frage. Aber gut, Leute, dann beende ich jetzt hier das Let's Play. Und wir sehen uns dann, ich weiß nicht, wann ich 400 Days in Michonne bringen werde. Aber haltet einfach die Augen offen, das wird schon bald kommen. Vielleicht so im August oder September, könnt ihr vielleicht damit rechnen. Also dann, sehen wir uns dort und bis dann und ciao.